irgendeiner ist schwul und will oder kann sich nicht outen, ein Typ ist in eine Tussi verknallt und traut sich nicht, es dir zu sagen, oder es ist die Schlampe von einem Kollegen, der wahrscheinlich schwul ist und will oder kann sich nicht outen, irgendeiner liegt im Krankenhaus und kämpft ums Überleben, man weiß nicht, ob der Idiot abkratzt und irgendein Vollidiot ist schuld und hat Gewissensbisse, ist schwul, aber will oder kann sich nicht outen. Und diese völlig bescheuerten Handlungen werden dann über Wochen, Monate und Jahre hinausgezögert, bis jeder Darsteller einmal schwul, wieder hetero, im Krankenhaus tot, wiedergeboren, verkrüppelt, wieder geheilt, Vater, Mutter, Transe, Sohn, Bruder, Schwester von einem anderen Darsteller ist, der im Laufe der Serie ebenfalls schwul, wieder hetero, im Krankenhaus tot, wiedergeboren, verkrüppelt, wieder geheilt, Vater, Mutter, Transe, Sohn, Bruder, Schwester von seinem eigenen Lebensabschnittsgefährten ist, war und oder wird dann aber sein eigener Lebensabschnittsgefährte ist, weil er schizophren wird und dann in der Kapsel wieder geheilt wird, wo er sich in irgendeinen anderen Psycho verknallt, der dann aber der eigene Sohn ist, aber dann ist der Sohn schwul, wieder hetero, im Krankenhaus tot, wiedergeboren, verkrüppelt, wieder geheilt, Vater, Mutter, Transe, Sohn, Bruder, Schwester von Osama Bin Laden, der mega sauer ist, weil so viele Menschen auf seine Leiche onaniert haben, aber vergessen haben, ihm vernünftig die Haare voll zu wichsen, und am Ende sind das alles Geschwister.